Gott, ich will ein aufgebrauchtes Video machen. Das schmeiße ich gleich alles oben. Ich weiß, ich sehe aus wie ein Grufti. Verzeiht mein Auftreten, aber ich hatte irgendwie so Bock auf so einen düsteren, dunklen Lippenstift. Ja, und deswegen habe ich halt mir gedacht, tragst du mal wieder ein. Also nicht wundern über diesen Look, aber ich habe auch nicht Bock gehabt, irgendwie mich aufwendig jetzt zu schminken, deswegen, ja. Also verzeiht mir mein Grufti-Look. So, als allererstes, ich fange auch gleich an, sonst wird das Video sowieso zu lang wieder mal, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel aufgebraucht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, seit mein Blog nicht mehr funktioniert, bin ich nicht mehr so motiviert, Sachen leer zu machen. Klingt irgendwie blöd, aber ist wirklich so. Ich habe schon die anderen zwei Sachen abfotografiert und weil es auch heute so düster ist, kann ich auch keine gescheiten Fotos machen, was mich auch anpisst. Ja. Aber, ja. Und deswegen bin ich in letzter Zeit nicht mehr so motiviert aufzubrauchen. Obwohl, nächsten Monat wird es vielleicht ein bisschen besser, mal schauen. Ja. Eine Kosmetik-Tücherbox, da muss ich nicht so viel dazu sagen. Die habe ich in meinem Badezimmer stehen. Und eigentlich brauche ich ja auch immer zwei in einem Monat auf, aber das ist nicht so interessant, glaube ich. Das braucht, glaube ich, jeder auf. So, meine Einwegwaschlappen habe ich auch wieder aufgebraucht. Die haben jetzt ein neues Design. Ich habe auch jetzt andere. Mit denen bin ich aber jetzt nicht so zufrieden, aber dazu dann in einem aufgebrauchten Video mehr. Wattepads, die von Müller. Ich finde, die haben so ein süßes Design. Ich will mir die auch nochmal nachkaufen, bevor das Design aus dem Sortiment geht. Klingt vielleicht bescheuert, aber was soll's. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Sachen, was uninteressant sind. Maxi-Wattepads, die ich ja auch jeden Monat aufbrauche. Und meine Kosmetikstäbchen sind auch wieder leer geworden. Und mir fällt gerade auf, ich sollte mir welche nachkaufen, weil ich habe keine mehr. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht, die ich von der Arbeit geschenkt bekommen habe. Das war die Sensodyne. Ich fand die jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, die sind ja schweineteuer, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube zu wissen, dass die sehr, sehr teuer sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir nachkaufen würde, weil ich habe jetzt eine wieder aktuell von Terra Natura in Benutzung und die mag ich irgendwie lieber. Aber die war gar nicht so schlecht. Ja, das kennt ihr ja auch auswendig. Das brauche ich auch fast jeden Monat auf. Mein Batiste Trockenshampoo. Ich liebe es. Ich kann nichts anderes dazu sagen, ich liebe es einfach. Ich bunker mir das immer. Jetzt war es vor kurzem wieder in Aktion, aber ich habe es mir nicht gebunkert, weil ich noch so viele habe. Da war ich brav, oder? Sorry für den Lärm. So. Okay. Dann habe ich aufgebraucht ein Mini-Duschgel. Das ist dieses Tracky Moon. Ich mag Tracky Moon wirklich sehr, sehr gern. Und die haben jetzt da aktuell auch wieder eine Limited Edition rausgebracht, was mich wirklich interessiert. Irgendwas mit Plum. Plammen, irgendwas. Habe ich auch auf Instagram gesehen und wir haben es auch aktuell beim Müller schon und ich überlege, ob ich mir da was kaufen soll, aber ich habe eh so viel Blödsinn daheim. Also, aber ich muss sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Also so in der Verpackung habe ich ja in irgendeinem Video fast einen Speiberanfall bekommen. Jetzt finde ich es jetzt nicht mehr so schlimm, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich mag den Duft wirklich nicht. Also es ist jetzt nicht so mein... Ich finde ihn jetzt nicht grässlich, so wie ich es im letzten Video gesagt habe. Aber er ist nicht mein Lieblingsduft. Es war cool, dass ich das in klein hatte, aber in groß würde ich es mir niemals nachkaufen. Niemals. Dann habe ich einen Mundspray leer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den... Ich glaube, den hatte ich in der Arbeit. Ja. Weil ich habe so einen in meiner Handtasche und eben in meiner Arbeit in meinem Spind stehen. Ja, falls ich irgendwas mit Zwiebeln esse. Ich will ja nicht, dass meine Kunden vor Schreck gleich einen Anfall kriegen. Oder beziehungsweise einen Kotzanfall, wenn sie riechen, dass ich... Also, ihr wisst schon, ich kann heute irgendwie nicht reden. Nein, nicht heute, das ist schon die ganze Woche so. So, als nächstes habe ich diese Reinigungstücher aufgebaut von Cadea Vera. Ich habe ja früher immer so gerne die rosanen benutzt, aber ich muss sagen, seit die rauskommen sind, mag ich die blauen viel, viel lieber, auch vom Duft her. Und deswegen würde ich mir die eher wieder nachkaufen als die rosanen. Ich habe aber von beiden noch sehr viele Backups. Das heißt, erstmal aufbrauchen und dann übers Nachkaufen nachdenken. So, dann habe ich hier einen Badezusatz. Alles wird gut. Von Kneipp. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie der war. Aber ich bin nicht so ein Kneipp-Fan. Jetzt steinigen mich sicher fast alle, aber ich bin nicht so ein Kneipp-Fan. Er war zwar ganz okay. Ich glaube, die habe ich mir ja in einem Set gekauft, aber ich würde mir das nicht nochmal nachkaufen. Oder war das gut? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war nichts Besonderes. Also Kneipp würde ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier eine Balea-Maske leer gemacht. Das ist die Milch und Honig. Ich mochte die früher so gerne, aber jetzt irgendwie gefällt mir der Duft nicht mehr. Ich weiß gar nicht wieso. Entweder haben die was verändert oder... Ja. Ich habe aber glaube ich noch ein, zwei Backups von denen. Ich bin mir jetzt nicht sicher wie viele, aber ich habe glaube ich noch welche, die ich noch aufbrauchen muss.
Das heißt, das ist nicht die letzte, die ihr gesehen habt. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von Valea. Ich zitter so. Der sieht so aus. Fand ich jetzt auch nichts Besonderes. Also die Balea-Badezusätze enttäuschen mich in letzter Zeit sehr, sehr oft. Dann habe ich hier eine Probelehre gemacht, die sieht so aus. Und das ist ja die ich mir in groß auch nachkauft habe. Und die habe ich ja von den zwei Jungs bekommen, die mir in der WhatsApp-Gruppe schreiben. Die mag ich wirklich sehr gern. Gibt es aber aktuell auch wieder nicht mehr zu kaufen. Aber keine Sorge, ich habe zigtausend Backups. Dann habe ich einen Nose-Strap aufgebraucht. Das ist von dieser Marke Biore. Die mag ich wirklich gern. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Sollte ich mal wieder. Das Licht wird immer schlechter, Leute. Das Licht wird wirklich immer schlechter. Also, als nächstes habe ich diese Reinigung von BB aufgebraucht. Die Probe habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen und das riecht sowas von geil. Ich bin jetzt kein BB-Fan. Überhaupt nicht. Aber das riecht sowas von gut. Ich habe da jetzt noch eines habe ich gerade noch in Benutzung, eine Probe. Und ein Backup habe ich auch noch. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das in groß nachkaufen würde. Nö, ich glaube, nachkaufen in groß würde ich es mir nicht. Dann habe ich eine Duftprobe von Yves Rocher aufgebraucht. Die sieht so aus, den Duft gibt es auch gar nicht mehr. Ich habe mir gedacht, weil ich so viele Duftproben habe, sollte ich das mal aufbrauchen. Er riecht gut, aber ich kann man sowieso nicht nachkaufen, weil es den nicht mehr gibt. Dann habe ich noch ein paar Masken leer gemacht. Fangen wir aber mit der Seife hier an. Das ist die Aveo-Seife mit Green Tea und Grapefruit. War ganz okay, aber nach einer Weile habe ich wieder den Duft nicht wahrgenommen. Ich mag die Verpackungen ja von Aveo so gern, aber irgendwie habe ich den Duft gar nicht mehr wahrgenommen. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir nochmal nachkaufen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Dann von Kneipp wieder ein Badezusatz. Einen von den beiden fand ich total schrecklich. Ich weiß nicht mehr, ob es der gelbe oder der grüne war, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich würde mir Kneipp nicht mehr nachkaufen, wie vorher schon erwähnt. Die kennt sie ja eh auswendig. Meine Reinigungstücher von Pure Camille kaufe ich mir immer wieder nach. Haben jetzt aktuell eine neue Verpackung. Yay! Das ist eh witzig. So lange wie ich schon verwendet, haben die schon zweimal die Verpackung verändert. So, eine Maske von Mutante Jeunesse habe ich auch wieder aufgebraucht. Die mag ich aber überhaupt nicht. Ich habe leider noch ein paar Backups von der, aber ja, kaufen würde ich sie mir nicht mehr. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht. Das ist die Berry Berry Mud Mask. Da brauche ich gar nicht drauf schon, das kenne ich auswendig. Die mag ich wirklich gerne. Da habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups. Dann habe ich zwei Schäbensmasken leer gemacht. Einmal die Kirsche und einmal die Himbeer. Ich glaube, die Himbeer habe ich nur noch einmal. Ich bin mir nicht sicher, aber die mag ich wirklich gern. Von der Kirsche war ich ein bisschen enttäuscht. Weil die ist eher so nicht auf Creme. Also die ist nicht so eine Creme-Maske wie die Himbeer. Sondern die ist eher so gelig, würde ich sagen. Das ist so ein richtiges rotes Gel. Fand ich okay, aber ja, ich weiß nicht. Ich mag die Himbeer irgendwie lieber und die gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Nivea Haarmilch Pflegeshampoo. Ich glaube, das habe ich auch vom Jan bekommen. Mag ich auch nicht. Ich mag diesen Nivea-Duft nicht. Ich weiß, Schande über mein Haupt, aber ich mag den Nivea-Duft nicht. Oh, noch ein Produkt, das ihr auswendig kennt. Mein Hofer Make-up-Entferner, von dem ich Gott sei Dank noch zigtausend Backups habe. Gott sei Dank. Dann habe ich leer gemacht einen Duschschaum und den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Das ist von Balea der Hawaiian Dream Duschschaum gewesen. Ich mag die Balea Duschschäume viel, viel lieber als die von Bilou. Wirklich viel, viel lieber. Der war so gut. Man hat wirklich wenig davon braucht. Ich meine, bei Bilou braucht man das angeblich auch wenig, aber wenn ich nicht so viele Duschschäume hätte, würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Weil der war echt gut. Der war wirklich gut. Ein Rasiergel von M. Lady. Das war grässlich. Das war sowas von grässlich. Ich war so froh, wie das leer war. Boah. Da habe ich mich echt gezwungen, das aufzubrauchen. Ich habe es mir nur gekauft, weil die ja die Verpackung wieder verändert haben. Und ich fand die Verpackung viel, viel schöner als die aktuelle. Aber der Duft war so grausam. Ich habe immer geglaubt, halt, ich reihe mich an. So schrecklich fand ich es. Also ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich mochte die M. Lady viel, viel lieber als alle anderen Rasiergele, aber das würde ich mir nie wieder nachkaufen. Das war echt, echt schrecklich. Endlich zeige ich euch mal ein Duschgel. Das ist das Lotus Duschgel von Yves Rocher. Das gibt es ja aktuell noch in einer anderen Flasche. Wie wisst ihr, diese... Heute habe ich irgendwie einen Hänger. Die gibt es noch in einer anderen Verpackung. Weil das ist, diese Verpackungen sind alle aufgelassen worden. Und ja.
Ich mag das. Ich mag das Lotus wirklich. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Aber ich habe zurzeit eh noch genug. Dann habe ich 2 Duschpeelings leer gemacht. Ich weiß, 2 ist ziemlich viel für einen Monat, aber das kennt sie ja eh auswendig. Das ist mein Melone-Duschpeeling. Das liebe ich so sehr. Ich habe mir ganz, ganz viele Backups um 60 Cent geholt. Muss ich eh mich verstecken. Das gibt es leider aktuell nicht mehr. Ich wollte mir noch ein paar bunkern, aber es gibt es leider nicht mehr. Deswegen will ich mir da noch ein paar aufheben, bevor ich da alle aufbrauche, weil da, ich komme ja nicht mehr dran. Und es gibt aktuell von Balea eins, was ich mir auch wieder nachkaufen würde. Dann habe ich leer gemacht das Duschpeeling von Aveo. Ich fand das vom Duft her gut, aber die Verpackung ist so bescheuert, weil ich habe das erstens nicht gut aufbekommen in der Dusche. Den Duft mochte ich sehr gerne. Nur das Problem auch mal, das rauszubekommen. Ich hoffe, dass ich ein Montagsprodukt erwischt habe. Ich würde mir das auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Weil das fand ich echt gut. Das ist das erste nach meinem Kirsche-Duschpeeling, was da damals gegeben hat von Aveo. Das erste, das ich mag wieder. Würde ich mir also wieder nachkaufen. So als Ersatz, bevor ich meine ganzen Melone aufbrauchen muss. Dann habe ich ein Zuckerschnute-Duschgel leer gemacht. Da habe ich ja auch urviele Backups davon. Und ich liebe das Duschgel noch immer. Ich war froh, dass ich eins jetzt weniger habe, weil ich ja mehr von denen noch habe. Aber ja, ich bin ganz, 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 ganz froh darüber, dass ich noch so viele Backups von dem Duschgel habe. Ja, das benutze ich hin und wieder. Jetzt nicht so oft, aber manchmal. Dann habe ich noch ein Duschgel leer. Das war das Balea Mango. Und da war ich wirklich, wirklich angefressen, wie die das aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe mir das damals nicht gekauft, weil ich ja so viel noch hatte. Und dann haben die Arschgeigen das aus dem Sortiment genommen und auch noch reduziert verkauft. Da habe ich mir 2 mitgenommen. Ein Backup habe ich jetzt davon noch. Ich bin wirklich traurig, dass das leer ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie, aber ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr traurig, dass das aus dem Sortiment gegangen ist. Es gab ja mal, 2 Mal kamen die Allee raus mit Mango-Duft und das war meine Lieblingsreihe von dem. Und deswegen war ich so happy, dass sie das ins Sortiment genommen haben und jetzt gibt es das nicht mehr. Ja, bin ich echt traurig drüber. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Ich weiß nur nicht, wann ich das dann verwenden werde. So, von der Haube habe ich ein Peeling leer gemacht. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit so ein Peeling-Junkie. Ich mag den Duft davon. Ich habe es auch eine Zeit lang gerne verwendet. Ihr habt es ja mal schon mal in einem aufgebrauchten Video gesehen. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen, weil mir das viel, viel, viel zu teuer ist. Ich mag schon, aber mir ist es zu teuer, das nochmal nachzukaufen. Ja, leider. Wir sind bald durch. Ich habe nur noch ganz wenig Produkte, die ich euch zeigen kann. Ich habe als Badezusatz noch den Saubär aufgebraucht. Ich bin in letzter Zeit nicht mehr so aufs Baden. ja, kein Bock mehr drauf, sagen wir so, wie es ist. Ja, dann habe ich die Kirsche Weißer Teemaske noch leer gemacht. Die mochte ich wirklich gerne. Die war echt gut. Die habe ich mir ja eh gebunkert. Das habt ihr ja eh vor kurzem in einem Haul-Video gesehen. Dann habe ich noch leer gemacht diese Oil Control Paper. Das war der Urzufall, weil da waren nur noch 2 Stück drinnen. Ja, die hätte ich also schon mal früher leer machen können. Ich weiß aber nicht, ob ich mir sowas nochmal nachkaufe. Vielleicht ein günstiger, nicht von der Deko, sondern vielleicht dann nur von Catrice oder Essence oder so. Aber ich fand da die Verpackung auch total bescheuert, weil es ist schon wieder aufgegangen gerade. Bevor ich euch zeige, was ich an Make-up-Produkten leer gemacht habe, mein Gott. Also an dekorativer Kosmetik, so zeige ich euch andere Sachen. Das habt ihr vor kurzem in meinem Tag-Video gesehen. Das ist dieses Ding von Shiseido. Ich fand das wirklich gut, aber ich glaube, wenn ich mir das nachkaufen würde, wäre das viel zu teuer. Aber ich mochte das wirklich sehr gerne. Leider ist es leer. Dann habe ich die Blütenhonig-Kakur leer gemacht. Die mag ich auch sehr gerne. Da habe ich auch nur noch ein paar Backups. Deswegen bin ich am Versuchen, ein paar Sachen leer zu machen. Dann habe ich eine Augencreme leer gemacht. Die sieht so aus. Die fand ich am Anfang echt gut. Die hat wirklich so meine... Ich habe so eine Falte da beim Auge. Ich weiß, das klingt blöd, aber ich habe wirklich... Ich weiß nicht, ob man sieht. Doch, seht ihr das? Diese tiefliegende Falte auf beiden Seiten habe ich immer. Und da kriegt mir, da ist es auch passiert, da kriegt mir immer der Concealer rein. Und ich hasse es wie die Pest. Das hat es eine Weile aufgehalten, dass das passiert. Aber umso öfter ich die Augencreme verwendet habe, umso weniger hat es funktioniert. Also ich würde mir die doch nicht in groß nachkaufen. Leider. Was ich aber liebe und ja bei TK Maxx Gott sei Dank gefunden habe, dazu kommt dann noch ein Video, ist das hier. Das sind von Elisabeth Arden diese goldenen Kapseln. Ich habe die geliebt. Ich habe die wirklich geliebt. Ich werde mir auch diese Dose dann aufheben, wenn ich das wegschmeiße. Weil
da passen ein paar rein, wenn ich auf Reisen zum Beispiel wäre. Dann brauche ich mir nicht so viel Gesichtspflege mitnehmen. Das reicht nämlich auch für meine trockene Haut zum Beispiel. Ich liebe diese Kapseln. Und ich habe Gott sei Dank noch ganz, ganz viele Backups davon. Gott sei Dank. Dann habe ich leer gemacht und da hat ein bisschen mein Herz angetrauert. Mein Primark Handdesinfektionsgel mit Red Velvet, also mit dem Duft Red Velvet. Ich glaube, das hatte ich in der Arbeit mit. Weil ich habe ja eins in meiner Handtasche und eines habe ich, weil das ist abzeichnet, das hatte ich in der Arbeit mit. Das roch wirklich gut. Also das mochte ich echt, echt gerne. Ich finde das immer so lustig, weil meine Kollegin, wenn sie nimmt diese Primark-Dinger immer raus, will sie immer auch. Und jetzt habe ich aktuell das Limette in meiner Arbeit. Weil das Limette mag ich nicht so. Und in der Arbeit bekomme ich die einfach schneller leer. Dann habe ich noch zwei Proben von Lancaster. Einmal das Skin Perfect, dieses Correct and Blur. Was ich mir auch in Original gekauft habe. Mit dem kleinen Pröbchen kommt man voll lange aus. Ich habe es auch aufgeschnitten. Da war ich sehr brav. Ich habe das sehr, sehr fleißig aufgeschnitten. Das mag ich echt gern, aber ich glaube, das geht leider aus dem Sortiment. Dann habe ich eine kleine Probe vom Clarence Gesichtsöl aufgebraucht, was ihr ja eh auch vor kurzem in meinem, also beziehungsweise ihr kennt das Öl, das habe ich ja euch 100 Mal in ganz, ganz vielen Videos gezeigt und so sieht die Probe aus davon. Mit dem bin ich auch sehr lange ausgekommen und ich muss sagen, ich mag das vom Biotherm lieber. Das heißt, ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich würde eher bei dem vom Biotherm bleiben, weil ich das vom Biotherm ein bisschen lieber mag. Ja. Boah, fliegt mir gerade weg. So, dann habe ich noch ein paar Sachen aufgebraucht von dekorativer Kosmetik. Es sind zwei Lip Liner leer worden. Den kriege ich nicht mehr raus. Das ist von Essence so ein roter Lip Liner gewesen. Den hatte ich braverweise in der Arbeit mit. Aber die Essence Lip Liner, ich mag nur die zum Rausdrehen. Aber es gibt ja jetzt aktuell neue. Die würde ich mir auch gerne anschauen. Aber die zum Rausdrehen von Essence mag ich lieber. Dann habe ich einen Love Lip Liner leer gemacht. Den mag ich echt gern. Ihr habt den ja in meinem Love-Video gesehen. Da habe ich ja damals ein Video drüber gemacht und jetzt ist er leer. Also ich habe das echt brav verwendet. Den mochte ich echt gern, leider ist der so rausgebrochen, also wie ich ihn das letzte Mal angespitzt habe. Obwohl der zum Spitzen ist, fand ich den gut. Ich überlege auch, ob ich mir die nochmal nachkaufen würde, wenn ich nicht so viele Lip Liner hätte. Wichtiger ist, dass ich mal meine Lip Liner aufbrauche. Als nächstes habe ich noch eine Lidschattenbase von Rival de Loup aufgebraucht. Die mochte ich ja wirklich sehr, sehr gern. Das Problem ist halt, ich komme da nicht dran, weil ja Rival de Loup gibt es ja nur in Rossmann in Deutschland. Und ja, die mochte ich echt gerne. Aber nicht so gern wie jetzt mein MAC Paint Pot. Ich finde das gut, aber ich finde es auch nicht so gut wie MAC Paint Pot. Da, wo ich eh auch so viele habe. Deswegen brauche ich die Lidschattenbase jetzt nicht unbedingt. Sie war gut, aber für die Leute, die halt kein Geld für MAC ausgeben wollen, finde ich die Lidschattenbase von Rival de Loup super. Mein nächstes Produkt und viele werden sich, glaube ich, freuen, beziehungsweise, naja, nicht freuen, aber viele werden lachen, weil das jetzt gerade leer geworden ist, weil ich habe in meinem Shop My Stash Video habe ich so, oh, toll, und jetzt ist es gerade voll zerbrochen. Na gut, dass es jetzt passiert ist und nicht, wie ich es benutzt habe. Ja, das war ja die Base von P2, die mochte ich wirklich gerne. Die mochte ich echt gerne. Ich war echt traurig, wie ich die leer gemacht habe, weil die fand ich wirklich, wirklich gut. Und wenn ich wieder mal nach Deutschland komme, würde ich mir die sogar nachkaufen. Ich habe jetzt aktuell nämlich einen anderen Primer und den mag ich überhaupt nicht, weil der hat so meine Poren ein bisschen verfeinert, was ich an dem sehr, sehr gern mochte. Und der hat auch das Make-up wirklich länger anhaltend gemacht. Kann man das so sagen? Es hat das Make-up länger haltbar gemacht. So, sorry. deswegen mochte ich das echt, echt gerne. Und wenn ich mal wieder dran komme, werde ich mir das bunkern. Das werde ich mir wirklich bunkern. Ich muss das dabei legen, weil das ist ja jetzt kaputt. So. Das war's mit dem aufgebrauchten Video. Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, dass es echt so wenig war, aber nächsten Monat wird es eh wieder mehr, weil ich hatte in dem Monat einfach keinen Bock, irgendwas aufzubrauchen. Ich sag's euch ganz ehrlich, mir war irgendwie nicht so danach. Aber das ist, kommt ja phasenweise. Manchmal wird was schneller leer, manchmal nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!